Nee, das ist das erste Mal für mich, aber ja, ich freue mich immer wieder, wenn ich neue Übungen kennenlernen darf. Stay fit. Trainiere mit den besten Fitnesscoaches und den Profis des BVB. Pamela Reif, Alisa Schmidt, Mareike Spalek und Fernanda Brandao. Deutschlands erfolgreichste Fitnesscoaches machen dich fit. Hey Leute, ich bin Alisa und ich bin hier heute mit Manuel und wir zeigen euch heute ein paar Übungen, die ihr zu Hause nachmachen könnt, wenn ihr wirklich einen langen Tag im Büro hattet. Ich wünsche euch viel Spaß. Bist du bereit? Klar, bin bereit. Sehr gut. So, wir starten jetzt mit der ersten Übung und zwar legen wir uns jetzt flach auf den Bauch. Die Arme legen wir neben uns ab, in Kopfhöhe und dann drehen wir den Kopf zur Seite. Die Übung ist auch wirklich sehr, sehr gut, wenn man wirklich lange Bürotage hat, um sich eben zwischendurch auch zu lockern oder wenn man Rückenprobleme hat. Machst du solche Übungen manchmal im Training? Ja, schon solche, aber nicht diese habe ich selber, also habe ich noch nie gemacht, aber ich werde sie sicher jetzt mal ausprobieren. Ja, ich werde sie auf jeden Fall auch mal ausprobieren. Ich sitze ja sonst auch einige Zeit am Schreibtisch, von dem her kann mir das bestimmt auch helfen. Wir kommen jetzt zur zweiten Übung. Das ist auch eine Übung, die kann wirklich jeder zu Hause machen, wenn er zum Beispiel auch Rückenprobleme hat und den Rücken ein bisschen auflockern möchte. Wir nehmen die Hände hinter den Kopf und drehen uns jetzt langsam zur Seite. Soweit es geht. Was sind bei euch so Übungen, die ihr macht vor dem Training? Wir machen nicht immer Übungen zusammen, also jeder kann das ein bisschen selber machen, weil jeder andere ein bisschen andere Probleme hat. Und ich mache eher Probleme, ja, die vielleicht für meine Hüfte sind oder für meine Sprunggelenke, um die so vorzubereiten. Darum sind es ein bisschen andere, aber die habe ich auch schon gemacht. Sehr gut, ja. Ja, ist sehr wichtig, sich da richtig aufzuwärmen, dass man einfach Verletzungen aus dem Weg geht, ne? Genau, ja. So, die dritte Übung heißt Sprinter zu Krieger. Wir starten jetzt in einer Startposition und heben jetzt das hintere Knie an, achten darauf, dass der Rücken schön gerade ist, setzen es wieder ab und jetzt gehen wir nach oben und führen die Hände hinter den Kopf. Auch hier eine sehr, sehr gute Übung für Leute, die eben sehr lange am Schreibtisch sitzen und mit Rückenproblemen zu kämpfen haben. Hast du die Übung schon mal gemacht? Nee, das ist das erste Mal für mich, aber ja, ich freue mich immer wieder, wenn ich neue Übungen kennenlernen darf. Ja, man lernt nie aus. Es gibt so viele Übungen, das ist echt immer cool. So, dann wechseln wir nochmal das Bein. Genau, wichtig ist hier auch, dass man den Rücken schön gerade lässt und auch immer unter Spannung ist. Und dann beim Krieger den Po am besten anspannen. Was sind für dich so Übungen, die du am liebsten machst? Mit den Übungen zum Beispiel, gerade wenn ich so bin, ist es einfach für den Hüftbeuger zum Beispiel, den ich so gerne, oder die Adduktorenübungen. Das sind eigentlich immer Übungen, die man eigentlich täglich macht, weil es halt ziemlich wichtig ist im Fußball. Ja, das glaube ich. Oder auch die Wade zu dehnen, ja, ja, solche Übungen. Sehr cool. So, da kommen wir jetzt zur letzten Übung, die ihr bestimmt alle auch schon mal gemacht habt, und zwar Arme kreisen. Wir nehmen jetzt hier die Arme nach oben und jetzt fangen wir erstmal mit einem Arm an und kreisen den. Wirklich schön runde Bewegungen zu machen im Schultergelenk, den anderen. Und für Fortgeschrittene gibt es dann zum Beispiel auch die Variation, dass man einfach den einen nach vorne und den anderen nach hinten nimmt. Genau, sehr gut. Auch hier ist es wieder eine sehr, sehr gute Übung, wenn man eben den ganzen Tag zu Hause auf dem Stuhl sitzt, viel am Laptop arbeitet, um eben dann den Rücken so ein bisschen zu entlasten. Sehr gut. So, das war's von uns. Ich hoffe, ihr konntet ein bisschen was mitnehmen. Ja, vielen Dank, dass ich neue Übungen kennenlernen durfte und das nächste Mal werde ich die sicher anwenden. Sehr cool, ja. Bis bald. Stay fit. Deutschlands erfolgreichste Fitnesscoaches machen dich fit.